Wir haben eine Menge Geld, das einfach nur auf der Bank rumliegt. Wir sollten was davon in unsere Einrichtung investieren.
Alles klar, wir sind endlich wieder zurück und ich freue mich schon richtig auf die neue Saison. Allerdings habe ich noch ein bisschen zu viel Winterspeck auf den Rippen. Also wenn du mich brauchst, ich bin im Fitnessstudio.
waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Herr Witzbold, Hamilton und Daniel Ricciardo. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder? Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? Danke für den Kommentar. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder zurück in Melbourne mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum großen Preis von Australien.
Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start des Rennens zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen, denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Der Witzbold startet aus der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Ricciardo, Bottas, Alexander Albon und Leclerc, Norris, Giovinazzi, Stroll und Esteban Ocon, Matsushita, Sainz, Dani Quert und Verstappen, Gasly, Perez, Kevin Magnussen und George Russell, Giotto, Grosjean, Latifi und Nick de Vries. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Pole Position. Holen wir uns den Sieg. We'll be right back.
ist in der Boxengasse. Flügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Fahr jetzt raus! Thank you.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,5 Sekunden. Wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Danny Ricciardo ist nach dem heutigen Ergebnis der neue Führende in der Fahrermeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari übernimmt die Führung an der Spitze der Tabelle. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Guten Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit.
Hey, Boss. Ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht.